Danke, Melchior. Jetzt ist die Clarissa dran und sie erzählt uns was über ein Buch von Greg Braden mit dem Titel Geheimnisse des Gebets. Danke. Ich muss noch auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Die Bürgerinitiative gegen das CETA-Abkommen, das kann man da unterschreiben, das ist genau das gleiche wie das TTIP, ist nur das Freihandelsabkommen zwischen Europa und Kanada und nicht Europa und USA ist genauso böse. Also bitte unterschreiben, danke. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich möchte dort anknüpfen, wo heute schon einmal die Rede davon war, nämlich zum einen das Gefühl einer Machtlosigkeit, einer Ohnmacht, die uns sehr leicht überkommen kann, wenn wir uns anschauen, was passiert derzeit in der Welt. Ich muss das gar nicht alles aufzählen. Der Grund, warum wir hier sind, besteht unter anderem auch darin, dass wir uns alle dessen bewusst sind, dass die Welt im Moment ziemlich im Argen liegt und die Medien uns manipulieren und nicht wollen, dass wir aufwachen und das sehen. Die Frage ist, wie können wir aufwachen, zum einen, und zum anderen, was nützt es, dass wir wach sind, wenn wir das, was wir dann sehen, nicht ändern können? Oder es zumindest so erscheint, dass wir es nicht ändern können. Ich will jetzt einmal ganz offen und ehrlich sagen, wie es mir ergangen ist und oft ergeht. Ich habe oft das Gefühl, es ist unpackbar. Ich kenne das Gefühl sehr wohl. Einer Verzweiflung, fast eine Verzweiflung, einer Resignation, dieses Gefühl, oh Gott, was ist das für eine entsetzliche Welt? Ich kann es nicht fassen. Und dann kommen aber auch andere Gedanken und Gefühle. Und über die möchte ich heute sprechen, das möchte ich mitteilen, denn in Ihnen, an diesen anderen Gedanken, habe ich so etwas erlebt wie einen Haltegriff, wo ich mich wieder aus einem Sumpf wieder herausklettern kann. Die Frage ist, wer sind wir wirklich? Worin kann unsere Macht bestehen? Wir neigen dazu zu glauben, Macht besteht darin, dass der in einem Kampf, in einem Duell siegt, der Mächtigere ist. Das Problem ist nur, solange wir uns auf der Ebene des Kampfes befinden, sind wir dazu verurteilt, auch alle Gefahren, allen Gefahren ausgesetzt zu sein, die, ich würde sagen, mit der Dualität verbunden sind. Hier die Guten, hier die Bösen, hier die gute Welt, hier die schlechte Welt. Wie gehen wir mit der schlechten Welt um? Und ich möchte da vorlesen heute etwas, das mir sehr zu denken gegeben hat, was ich unbedingt mitteilen möchte. Und zwar ist das ein Abschnitt aus einem kleinen Büchlein von Greg Braden mit dem Titel Verlorene Geheimnisse des Betens. Ich glaube, dass viele von uns schon das Gefühl hatten, das, was zum Beispiel in Gaza passiert, da hilft ja Beten auch nichts mehr. Wir sehen ja überall, dass Beten offensichtlich nicht hilft. Die Frage ist nur, was heißt da? Was heißt Beten? Gibt es eine Form des Betens, die es abseits von jeder Religiosität oder jeder etablierten Religiosität
vielleicht doch wirksam sein könnte. Und hier gibt es ein authentisches Zeugnis. Diese verlorene Art des Betens ist eine Gebetsart, die rein auf Fühlen basiert. Grundlage dieser Art des Betens ist nicht, wie oftmals, die Hilflosigkeit, die uns veranlasst, eine höhere Macht um Beistand zu bitten, sondern der Ansatzpunkt dieser Gebetsart ist unsere Fähigkeit, mit der Macht zu kommunizieren, an die 95% der Menschheit glauben. Darüber hinaus sind wir hierbei selbst aktiv am gewünschten Ergebnis beteiligt. Diese Art des Betens bedarf keiner Worte, keiner speziellen Haltung der Hände, keines sonstigen körperlichen Ausdrucks, sondern einzig eines klaren und kraftvollen Gefühls, als ob unsere Gebete bereits erhört worden wären. Durch diese nicht greifbare Sprache sind wir beteiligt an der Heilung unseres Körpers, an der Fülle, die unseren Freunden und unserer Familie zuteil wird, sowie auch am Frieden unter den Völkern. An den Orten, an denen in alten Kulturen der Welt gebetet wurde, umgaben sich die Menschen während des Betens mit Bildern der Dinge, die sie erleben und erfahren wollten. Ähnlich den Darstellungen von Wundern und Wiederauferstehung, die wir heute in Kirchen oder Tempeln sehen, inspirierten die Bilder die Betenden mit dem Gefühl, dass ihre Gebete schon erhört worden wären. Für sie war Beten ein Ganzkörpererleben, in das alle Sinne einbezogen wurden. Jegliche Unsicherheit, die ich dahingehend hatte, wie dieses Prinzip funktioniert, wurden an einem Tag in den frühen 90er Jahren beseitigt. Es war während einer extremen Dürreperiode im Wüstenhochland des nördlichen New Mexico, als mich mein indianischer Freund David zu einem uralten Steinkreis mitnahm, um, wie er sagte, Regen zu beten. Nachdem wir uns an einem vereinbarten Ort getroffen hatten, folgte ich ihm auf der frühmorgendlichen Wanderung durch ein Tal, in dem wir über 40.000 Hektar, wilder Salbei wuchsen. Nach einem mehrstündigen Marsch gelangten wir an einen Ort, an dem David schon häufig gewesen war und den er sehr gut kannte. Und dort befand sich ein Kreis aus Steinen, die in perfekten geometrischen Linien und Pfeilen angeordnet waren, genauso wie ihr Schöpfer sie vor langer Zeit gelegt hatte. Was ist das für ein Ort? Fragte ich. Das ist der Grund, aus dem wir gekommen sind, sagte David und strahlte. Dieser Steinkreis ist ein Medizinrad, das hier existiert, seit sich mein Volk erinnern kann, fuhr er fort. Das Rad selbst besitzt keine Kraft. Es dient als Ort der Sammlung für denjenigen, der das Gebet praktiziert. Du kannst es dir als eine Straßenkarte vorstellen. Eine Karte zwischen den Menschen und den Kräften dieser Welt. Meine nächsten Fragen vorausahnend beschrieb David, wie ihm die Legende dieser Landkarte in seiner frühen Kindheit gelehrt worden war. Heute, sagte er, werde ich einen alten Weg beschreiten, der zu anderen Welten führt. Von diesen Welten aus werde ich das tun, wozu wir hierher gekommen sind. Heute beten wir Regen. Auf das, was dann kam, war ich nicht vorbereitet. Ich beobachtete genau, wie David seine Schuhe auszog
seine nackten Füße vorsichtig in den Kreis stellte und zunächst die vier Himmelsrichtungen und all seine Vorfahren ehrte. Langsam faltete er seine Hände in einer betenden Geste vor seinem Gesicht, schloss die Augen und verharrte völlig regungslos. Trotz der Mittagshitze in der Wüste verlangsamte sich sein Atem und war kaum noch wahrnehmbar. Nach nur wenigen Augenblicken nahm er einen tiefen Atemzug, öffnete die Augen, um mich anzusehen und sagte: "Lass uns gehen. Unsere Arbeit hier ist getan." Ich hatte erwartet, einen Tanz zu sehen, ihn zumindest aber ein wenig chanten zu hören und war überrascht, wie schnell sein Gebet angefangen und geendet hatte. "Was, jetzt schon?" fragte ich. "Ich dachte, du würdest für Regen beten." Davids Antwort wurde zur Schlüsselaussage, die so vielen Menschen helfen sollte, diese Art des Betens zu verstehen. Als er sich auf den Boden setzte, um sich die Schuhe zu binden, sah er zu mir auf und lächelte. "Nein," antwortete er. "Ich sagte, ich würde Regen beten. Wenn ich für Regen gebetet hätte, dann könnte mein Gebet nie in Erfüllung gehen." Später erklärte mir David, was er damit gemeint hatte. Er erzählte, wie die Ältesten aus seinem Dorf ihn in die Geheimnisse des Betens eingeweiht hatten, als er noch ein Junge war. "Wenn wir darum bitten, dass etwas geschehen soll, dann geben wir den Dingen Macht, an denen es uns mangelt. Gebete für die Heilung stärken die Krankheit. Gebete für den Regen stärken die Dürre. Indem wir aber ständig um das bitten, was wir haben möchten, geben wir ausschließlich den Dingen, die wir ursprünglich ändern wollten, mehr Macht." Bin gleich fertig. Ich denke oft an Davids Worte und an ihre Bedeutung für unser heutiges Leben. Wenn wir beispielsweise für den Weltfrieden beten und gleichzeitig furchtbar wütend sind auf die Menschen, die Kriege verursachen, oder auch auf den Krieg selbst, dann können wir unbeabsichtigt genau die Bedingungen fördern, die zum Gegenteil von Frieden führen. Und ich frage mich häufig, welche Rolle Millionen gut gemeinter Gebete für Frieden täglich auf einem Planeten, der sich zur Hälfte im Kriegszustand befindet, spielen. Und wie eine kleine Veränderung der Perspektive diese Rolle verändern könnte. Ich habe es leider keine Zeit mehr, denn zu Ende zu lesen, aber ich möchte nur sagen, die Geschichte geht so aus, dass es noch am selben Tag geregnet hat, nachdem David diese Art des Gebets praktiziert hatte, indem er sich nämlich lebhaft vorgestellt hatte, wie es sein wird, wenn es schon geregnet hat. Und ich glaube, das könnte für uns eine Anregung sein. Dankeschön. Danke, Clarissa. So, jetzt gibt es einen Music Break. Danach gibt es